ich habe das gerade. So? Ja, ja, es dauert noch einen Augenblick. Die müssen ja jetzt erstmal sehen, dass sie ihre Getränke rauskriegen. Wie lange geben wir Ihnen für die Getränke? Was? Wie lange geben wir Ihnen jetzt für die Getränke? Nee, du kannst jetzt. Ja, denn die fängen ja jetzt Getränke aus, gell? Ja, ich stoppe das jetzt mit den Getränken. Ja, die müssen ja was zu trinken haben, die Leute. Sollen sich mal ein bisschen beeilen. Ja. Wasser? Ah, hier steht noch eins. Oder noch eins. Aber es sind jetzt alles jetzt Plätze besetzt, gell? Das ist ja auch hier unten zwei, glaube ich. Das ist der wichtigste Mann für uns und er hat uns immer sehr gut organisiert. Halt ihn dir gut. Gibt es irgendein Problem mit Burkhardt? Mit dem Konzert da unten? In der. Gut, alles gut. Alles bestens. Nee, ich gehe wieder hier rüber. Ich wollte nur. Das war mein Glas. Was war das? Frisches für dich. Nee, ich habe hier eins. Danke. Dann ist alles gut. Also ich möchte nicht, dass es da irgendwo eine Zerwürfnis oder sonst irgendetwas gibt. Es gibt ja viele Gerüchte, die aber auch nicht an mich herangetragen werden. Dann lassen wir es mal da stehen. Wenn was ist, telefonieren wir. Und so ist das, und das sollten wir immer halten. Machen dann, dann die Dinge weg. Und erstmal halt froh, dass die Halle so heißt, wie sie heißt. Toll, alles gut. Und wenn nachher mal ein Leserbrief gebraucht wird, komm, aber erstmal alle gehen lassen. Haben alle Getränke, kannst du losgehen. Herren, man merkt heute Abend, die Freude des Wiedersehens ist sehr groß, nachdem man so lange nicht miteinander kommunizieren wollte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie alle heute Abend nach einer langen pandemiebedingten Pause und damit verbunden der Verzicht auf jegliche Art der kulturellen, sportlichen sowie gesellschaftlichen Ereignisse über 3 Jahre hinweg begrüßen zu können. Ihr Zuspruch zu unserem traditionellen Grünkohlessen zeigt, dass während dieser Zeit das Interesse an dieser Veranstaltung nicht verloren gegangen ist, sondern Sie uns Lions mit Ihrem Kommen unterstützen und zum Gelingen des heutigen Abends beitragen. Wir versprechen Ihnen einen geselligen und unterhaltsamen Abend, an dem wir Sie mit leckerem Grünkohl und Pingel, Getränken, einem lebhaften Vortrag und einer musikalischen Umrahmung verwöhnen werden.
Wir freuen uns über Ihre große Verbundenheit sehr. Begrüßen möchte ich ganz herzlich den Bürgermeister der Stadt Frankenberg, Herrn Rüdiger Hess, und somit den Hausherrn des einzigartigen Raumes. Wir sind Ihnen und der Stadt Frankenberg für die zur Verfügungstellung des historischen Rathausschirn diesem außergewöhnlichen Veranstaltungsort sehr dankbar und freuen uns, im Anschluss das Grußwort von Ihnen zu hören. Ich begrüße ganz, ganz herzlich die Landtagsabgeordnete Frau Claudia Ravensburg. Liebe Claudia, wir freuen uns, dass du mit deiner häufigen Präsenz bei verschiedenen Veranstaltungen des Lions Club unsere Arbeit würdigst. Auch dir ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Frau Alexandra Ambrock, Präsidentin des Kiwani Club Eder Bergland, die Präsidentin der So-Optimisten Bad Wildungen, Frau Bettina Schrauf und Frau Bettina Stehen-Friedhoff, Präsidentin des Lions Club Korbach-Waldecker Land, ganz herzlich. Wir freuen uns besonders über die zahlreiche Teilnahme von Mitgliedern und Partnern der umliegenden Service Club, die durch ihre Anwesenheit und damit ihre Verbundenheit zu den Lions zum Ausdruck bringen. Schön, Sie alle wiederzusehen. Als Vertreter der lokalen Presse begrüße ich ganz herzlich Herrn Meiser und Herrn Dudek vom Eder Dampfradio. Ich bitte Sie, wohlwollend über den heutigen Abend und die Arbeit der Lions zu berichten. Auch schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Nun möchte ich ganz herzlich den Festredner des heutigen Abends, den Journalisten und Autor Wolfgang Büscher, begrüßen. Danke sage ich ganz herzlich Frau Christiane Kohl und ihrem Mann Klaus Brill, die den Kontakt hergestellt haben. Herr Wolfgang Büscher war in der Vergangenheit und ist auch in diesem Jahr wieder Autor des Literarischen Frühling, der am 25.03.2023 beginnt. Wolfgang Büscher, geboren in Volkmarsen, studierte Politikwissenschaft und arbeitete mehrere Jahre als freier Autor für verschiedene Tageszeitungen und Magazine. In seinem Buch Heimkehr führt er uns in das Allerinnerste, in der Mitte Deutschlands, ins eigene Selbst. Er spiegelt seine früheste Jugend mit dem Wohlstand und seinem heutigen gesellschaftlichen Umfeld in einer Waldhütte im Arolser Forst. Er lebt dort die Gesetze der Natur, den Gang der Jahreszeiten, Stille und Einsamkeit, das aufs wesentlich reduzierte Leben, literarisch, hellsichtig, überwältigend, Wolfgang Büscher. Er wird genannt der deutsche Ketwin in der Süddeutschen Zeitung und hat die Reiseliteratur auf ein ungeahntes Niveau gehoben. Das Buch ist eine Würdigung, eine Selbstprüfung und eine Einladung, die Freiheit zu suchen, im Wald und überhaupt, Spiegel-Bestseller. Wir freuen uns nach dem Essen auf Ihren Vortrag und Ihren Eindrücken aus Ihrer Heimat. Doppelt gesehen, einmal Berlin und einmal der Wald in Arolsen. Ich freue mich, passend zu dem Vortrag einen musikalischen Rahmen bieten zu können, der durch die Bläsergruppe der Jägervereinigung Frankenberg dargeboten wird. Aber was wäre ein Grünkohlessen ohne Grünkohl und ohne die helfenden Hände des Roten Kreuzes? Ich sage ganz herzlich Danke den Damen und Herren des Roten Kreuz Frankenberg für ihre Unterstützung und die Zubereitung des immer wieder sehr lecker schmeckenden Grünkohls mit Pinkel. Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Lions-Freunden und den Damen bedanken,
die mit ihrem Einsatz und Engagement gemeinschaftlich den heutigen Abend vorbereitet haben und für Sie heute Abend da sind, genauso wie bei meiner Familie, bei meiner Frau, meinem Sohn und auch bei meiner Schwiegertochter, die mich immer wieder in vollem Umfang unterstützen. In diesem Lions-Jahr 2022-2023 feiert der Lions-Club Frankenberg sein 50-jähriges Bestehen. Der offizielle Charter wurde am 12. Mai 1973 auf Schloss Waldeck erteilt. Ich darf Sie heute schon, die Einladung erfolgt in den nächsten Tagen, zu unserer Charterfeier einladen. Diese findet am 11.03.2023 in dem neu gestalteten Philipp-Soldan-Forum statt. Die Stadt Frankenberg wird alles daran setzen, dass die Bauarbeiten pünktlich fertiggestellt werden. Wir freuen uns sehr, dass der Ministerpräsident AD Volker Bouffier die Festrede zu diesem besonderen Jubiläum halten wird. Liebe Gäste, Lions Club International ist eine weltweite Vereinigung freier Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit sind, sich den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit zu stellen und uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken. We Serve, Lions helfen, ob in Kinder- und Jugendprojekten, bei der Unterstützung Sehbehinderter oder in Ländern der Dritten Welt, aber auch regional, schnell und unbürokratisch. Derzeit engagieren sich in der Bundesrepublik über 52 Mitglieder für die Gemeinschaft und setzen sich dort ein, wo Hilfe dringend benötigt wird. Auf regionaler Ebene fördern wir als Club in Frankenberg verschiedene Projekte, um zu einer Verbesserung des Gemeinwohls zu kommen. Jedes Jahr organisieren wir mit Studierenden der Philipps-Universität Marburg die Teddy-Klinik, eine Initiative, die Kindern die Angst vor Arztbesuchen nehmen soll. In den letzten Jahren kamen jährlich mehr als 500 Kinder mit ihren Kuscheltieren, um diese untersuchen, operieren und heilen zu lassen. Unser Lions-Freund Klaus Weise ist dafür verantwortlich und wir danken Ihnen sehr. In der Adventszeit des vergangenen Jahres spendet der Lions Club 400 Geschenktüten für die Kinder der Tafelkunden, die in Gemeinschaftsarbeit von den Lions-Damen und Mitgliedern gepackt wurden. Im letzten Jahr haben wir uns mit Spenden im erheblichen Umfang durch die Flutkatastrophe in Not geratene Bevölkerung im Ahrtal, den Flüchtlingen aus der Ukraine hier vor Ort und den Menschen im Kriegsgebiet engagiert. In unserem Jubiläumsjahr wollen wir uns mit den Spenden vornehmlich, wie auch schon vor einigen Jahren, den Spaltkindern widmen. Jedes Jahr werden etwa 250.000 Kinder mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren. Ohne Behandlung leiden die Spaltkinder ein Leben lang unter ihren Folgen. Je nach Art und Umfang der Fehlbildung können Babys nicht richtig schlucken, essen und trinken. Und sie bleiben anfällig für Infekte und Abszesse im Mundraum. Nicht selten sterben Spaltkinder noch vor ihrem ersten Geburtstag. Oft werden sie wegen ihres Aussehens ausgegrenzt und ihre Familien leben am Rande der Gesellschaft. Eine Operation kostet nur 300 Euro. Und wir wollen helfen, dass möglichst viele Kinder operiert werden können und somit einerseits lebensfähig und andererseits wieder als vollwertige Mitglieder in der Gemeinschaft aufgenommen werden. An fast 50 Projektstandorten in Asien, Afrika und Lateinamerika bietet die deutsche KLEFT Kinderhilfe für Kinder mit Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten an. Sie können heute Abend bei unserer veränderten Eiswette schon ein Stück weit dazu beitragen und können heute oder in den nächsten Tagen sehr gern eine Patenschaft für 300 Euro an die deutsche KLEFT-Kinderhilfe übernehmen. Wir kümmern uns um die Formalitäten. Die Organisation dieser Activity Spaltkinder hat unser Lions-Freund Thorsten Sponholz übernommen, der auf Wunsch Flyer mit Kontaktdaten jedem Interessierten überreicht.
Für diese und weitere Projekte müssen wir Spenden generieren. Und das ist auch immer wieder der Anlass unseres jährlichen Grünkohlessens. Ich möchte mich bei Ihnen allen, auch im Namen aller Lions-Freunde, ganz herzlich für Ihr Kommen und damit für Ihre Unterstützung bedanken. Ohne Sie, ohne all die Menschen, die uns mit Spenden Jahr für Jahr unterstützen, wäre unsere Arbeit und unser Wirken nicht möglich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Für den heutigen Abend gibt es noch eine weitere Veränderung. Die langjährige Funktion des Zeremonienmeisters wird erstmals durch einen Moderator ersetzt. Unser Lionsfreund Philipp Wohlfahrt wird uns durch das Programm des heutigen Abends führen. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken und wünsche uns allen einen schönen Abend mit vielen netten Gesprächen, einem interessanten Vortrag und passendem musikalischen Rahmen bei gutem, herzhaften Essen und Trinken. Viel Spaß und ich danke Ihnen. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen in einem unserer Wohnzimmer der Stadt Frankenberg. Das zweite Wohnzimmer ist schon gerade von Herrn Beil, Ihrem Präsidenten, angesprochen worden. Und ich muss dazu sicherlich auch ein paar Worte verlieren natürlich dabei, weil er hat mir ja einen Ball zugespielt, den will ich dann natürlich auch entsprechend aufgreifen. Aber zunächst mal finde ich es wirklich wieder toll, dass wir hier in dieser Halle zu Hause sind. Die letzten Jahre, was war? Das gesellschaftliche Leben war eingeschlafen. Wir durften uns nicht mehr treffen. Wir sind mit Masken durch die Gegend gelaufen. Wir wollten uns schützen. Endlich dürfen wir mal wieder offen leben und miteinander umgehen. Deshalb finde ich es toll, dass die Lions heute gesagt haben, wir wollen wieder unser Grünkohlessen haben, wir wollen wieder zusammenkommen, wir wollen wieder etwas zusammen tun. Und vor allen Dingen natürlich die sozialen Leistungen haben Sie ja schon gesagt dabei. Und ich will auf einen Aspekt noch aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, weil es nicht gesagt worden ist, aber wenn man die Farben der Ukraine auf dem Tisch liegen hat, dann ist das auch ein ganz, ganz klares Zeichen, Herr Beil. Das sage ich den Lions auch vielen herzlichen Dank. Denn die Menschen, die dort jetzt leben, da können wir uns alle nicht vorstellen, was dort vor sich geht. Da bin ich auch als ehemaliger Stabsoffizier sehr deutlich bewusst, dass man darüber nachdenken muss, ich habe keinen Kriegseinsatz erleben dürfen, da bin ich auch sehr glücklich drüber, aber das, ja, ich will das ruhig mit dürfen, denn ich war ja verpflichtet, dann will ich das auch dazu sagen, auch unter Einsatz von Leib und Leben, denn für Soldaten ist ja die körperliche Unversehrtheit eingeschränkt, dann kann man wohl sagen müssen oder auch dürfen, aber ich habe meine Pflicht immer sehr gerne erledigt, das muss ich auch dazu sagen, deshalb habe ich auch diesen Begriff ganz bewusst verwendet. Aber Gott sei Dank wissen wir nicht, wie es da vor sich geht. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir hier in Frankenberg leben und deshalb diese Freiheit genießen können. Das müssen viele Menschen auch sich heute bewusst machen. Ja, 11. März, Sie haben es angesprochen, Herr Beil, Philipp-Soldan-Forum ist dann vorher eingeweiht worden. Und Herr Beil sagte, wir wissen nicht, wo wir hingehen, dürfen wir nicht. Und dann glaube ich, Herr Beil, es hat keine 10 Sekunden gedauert, genauso lange, wie ich gebraucht habe, um die Begrifflichkeit Philipp-Soldan-Forum auch herbeizuführen. Es gibt ja heute noch Menschen in der Politik, die sagten, obwohl sie am 13.12. informiert worden waren, es war viel zu lange, wir hatten keine Zeit, um nachzudenken. Ja, wenn wir nicht nach vorne gehen wollen, dann finde ich es bedauerlich. Und wir schauen einfach nach vorne, jetzt lassen wir noch ein paar Leserbriefe kommen, was auch immer. Und dann ist, glaube ich, das Thema durch. Und wenn in 5 Jahren noch irgendjemand sagt, ich gehe in die Eder-Bergland-Halle, ja, in Frankenberg gehen auch heute noch Leute zu Fülzheini, ne? Nur um das auch dazu zu sagen, und die gehen zum Frank Krones. Also nehmen wir das mit Humor und nehmen es hin. Nur Herr Beil ist dann mit unter anderem daran schuld, dass ich gesagt habe, der 8. März muss die Eder-Bergland-Halle eingeweiht sein. Und jetzt hat mich Herr Wohlfahrt schon angesprochen, ich müsste da durch, ja, ich bleibe da auch ganz entspannt, wenn, dann ist mein Haus unter Druck und muss das jetzt erledigen, aber ich freue mich einfach drauf, und wer schon mal sich von außen das angeschaut hat, ich kann Ihnen sagen, es wird
eine tolle Halle. Ich freue mich ganz einfach drauf, wenn Sie nur den Bereich Akustik und wenn ich Dieter Olsen, der für den kulturellen Bereich vieles tut in Frankenberg, wenn man sich nur das anschaut, im Dezember haben wir schon mal ein heimliches Pre-Opening getan und haben dort schon einmal gehört, wie man dort die Musik empfinden kann. Es ist ein anderes Empfinden, das kann ich dazu sagen, ein anderes, wesentlich besseres Empfinden. Aber ich will nicht zu viel dazu sagen, da müssen wir uns überraschen lassen. Ich freue mich, dass ich Bürgermeister in Frankenberg an der Eder bin, in der Philipp-Soldan-Stadt, das kann ich auch dazu sagen. Mittlerweile rätseln viele, ob ich weitermache oder nicht. Ich sage, ich weiß es noch nicht, das darf ich auch in dieser Deutlichkeit sagen. Ich wurde letzte Woche Freitag die Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg so ein bisschen vorgeführt. Ich höre aber immer genau zu, wie ich gefragt werde und habe da auch die richtige Antwort gegeben. Deshalb gibt es das Rätseln dort immer intensiv. Aber eines kann ich Ihnen sagen, Herr Beil. Nächstes Jahr zum Grünkohlessen komme ich auf jeden Fall noch als Bürgermeister. So viel kann ich Ihnen verraten. Da sind Sie mich da doch nicht los. Und wir haben natürlich auch noch vieles vor. Wir haben, ich sage mal, nur den Eder-Uferpark. Wir machen viel in Nahmobilität, wenn Sie einfach mal die Eder sehen. Wir wollen da noch dieses Jahr zwei Brücken bauen, sodass wir auch dort zu Fuß oder mit dem Fahrrad rüber gehen können, dass die Reiter auch mal darüber reiten können und so weiter. Und ich glaube, eines der größten Highlights wird es, und damit möchte ich es dann auch gleich beenden, denn es gibt wichtige Leute wie mich an diesem Abend. Wir wollen ja das Klosterumfeld neu gestalten, damit wir dort die Nymphe wieder öffnen, die ja vor 50 Jahren versunken ist. Damals auch eine richtige Entscheidung, muss ich dazu sagen, weil auch ein anderer Zeitgeist war, deshalb keine Kritik dazu, nur wir öffnen sie wieder. Und wenn wir dann, Herr Beil, zum richtigen Zeitpunkt die Rosen dort pflanzen können mit dem Landrat, dann können wir sicherlich glücklich sein, dann wissen wir, auch dieser Bereich ist gut gelungen, wird gut gelungen sein. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich gleich weggehe. Das ist für mich die Kür jetzt hier. Ich muss gleich zu einer Pflichtveranstaltung zur Feuerwehr. Das ist ganz einfach so. Den Lions alles Gute für dieses Jubiläumsjahr. Viel, viel Glück, viele gute Entscheidungen, die Sie treffen. Viel für die Menschen zu tun, das ist natürlich auch wichtig. Heute Abend bei Grünkohl und Pinkel. Grünkohl ist eines der gesundesten Gemüse, die es auf dieser Welt gibt. Alles Gute, viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Dankeschön. Bitte schön. Herr Bürgermeister, herzlichen Dank für die Worte und auch noch einmal die Unterstreichung der Eröffnung, die der Bergmann-Palla macht. Wir haben leider für uns noch viel Zeit bis zum Ende. Ich sage Ihnen aber, wir haben eine Veränderung, wir haben jetzt einen Moderator. Ich bin sehr dankbar, dass unser Leitungsfreund Philipp Wohlfahrt dieses übernommen hat und dass er uns jetzt heute Abend hier durch das Programm führt. Er wird sich jetzt kurz selbst vorstellen und dann schauen wir mal, wie die Karriere bei ihm heute Abend gelingt. Ich bin davon überzeugt, mit 100%. Danke. Guten Abend. Klatschen Sie nicht für mich, klatschen Sie für den Mut, den Herr Beil hat, mich heute Abend hier hinzustellen. Also insofern vielen Dank für das Vertrauen, lieber Günther. Grünkohl und die Eiswette. Wer von Ihnen kennt die Eiswette, wie wir sie bei den Lions in Frankenberg seit vielen Jahren durchführen? Ich bitte um Ihr Handzeichen. Das ist eine große Anzahl und dann wissen Sie, dass wir zum historischen Vorbild in Bremen etwas abweichen. Wir sind anders unterwegs und zwar, wir begeben uns nicht aufs Glatteis mit Ihnen, sondern wir wollen Eis zum Schmelzen bringen. Eis, in das wir einen symbolischen 100-Euro-Geldschein eingefroren haben und wir wollen wetten mit Ihnen. Wir wollen wetten darauf, um welche Uhrzeit dieser 100-Euro-Schein sich aus diesem Eis lösen wird.
Das Ganze werden wir miteinander beobachten. Wir werden hin und wieder mal den Blick auf diesen Eisklotz schweifen lassen. Und Sie können letztendlich einen Einsatz bringen. Dieser 100-Euro-Schein ist symbolisch für das, was wir als Wette einbringen letztendlich oder als Wetteinsatz bringen. Das ist ein Wellnessgutschein. Sie haben also die Möglichkeit, einen Wellnessgutschein im Wert von 150 Euro in der Sonne in Frankenberg letztendlich zu gewinnen. Aber natürlich ist das eine symbolische Kraft, die von diesem Gutschein und von diesem Wert ausgeht. Das steht Ihnen natürlich zu. Aber Sie wetten natürlich nicht nur mit Ihrem Einsatz und fördern letztendlich unsere Projekte, sondern Sie haben auch natürlich weitere Möglichkeiten, kreativ bei Ihrem Einsatz zu sein. Die Sonne unterstützt uns. Vielen Dank auch an dieser Stelle ein organisatorischer Hinweis, auch wenn es um sanitäre Anlagen geht, das darf ich erwähnen, hier direkt nebenan und auch in der Sonne stehen Sie zur Verfügung. Und danken möchten wir an dieser Stelle beim Thema Organisation insbesondere unserem Arbeitskreis Grünkohl. Die Kolleginnen und Kollegen stehen da hinten. Ihr habt es wieder möglich gemacht, dass wir hier sind, letztendlich miteinander. Das ist lieber Adi, lieber Hans-Günther Löwenberger. Liebe Petra, du bist dabei und den Wolfram Klave möchte ich erwähnen. Herzlichen Dank, dass ihr das wieder so organisiert habt. Wie läuft das Ganze? Sie haben die Möglichkeit zu setzen. Das heißt also, wir werden später abfragen, auf welche Uhrzeit Sie setzen, dass dieser 100-Euro-Schein sich aus dem Eis löst. Eine genaue Uhrzeit. Und ein Einsatz von 10 Euro, aber ich habe es gesagt, seien Sie kreativ, es darf mehr sein. Es dürfen mehrere Einsätze sein, es dürfen mehrere Uhrzeiten getippt werden. Und wer am Ende letztendlich den dichtesten Tipp abgegeben hat, gewinnt den Gutschein, mit dem ich, wie ich schon gesagt habe, eine Auszeit letztendlich, die wir ermöglichen aus dem Alltag. Das passt ein bisschen zu dem Thema, das wir später hören. Sie dürfen wahlweise auch einen der Leidensfreunde mit in den Wellnessbereich nehmen, aber das überlassen wir Ihnen. Sie kaufen, wie wir betonen möchten, keinen Wetteinsatz. Sie ermöglichen jungen Menschen, und Herr Beil hat es gesagt, ein lebenswerteres Leben zu führen, medizinisch wie gesellschaftlich. Und deswegen danken wir Ihnen für die Unterstützung, die Sie auf dieser Schiene bringen und freuen uns auf einen geselligen Abend. Und ich darf Sie an dieser Stelle bereits zum Essen einladen. Guten Appetit. Dankeschön. Thank you.
Menschen als Gäste hatten, ein tolles Orchester hatten und jetzt können Sie sich von dem ganzen Stress entspannen, klären und aktivieren. Herzlichen Glückwunsch. Danke.